musste irgendwie Geld verdienen. Es war Zufall, kann man sagen? Es war Zufall, weil das Material da war. Oder hatten Sie irgendwas mit Licht schon vorher? Ich hatte mit überhaupt Licht nicht. Überhaupt es noch nichts gemacht. Es war Zufall, weil das Material da war. Es war Zufall. So, und jetzt, wie kann man aus dem Zufall zu einer Meisterschaft kommen? Wie sind Sie allmählich in diesem Gebiet, zum Schluss mit Norman Foster, wie sind Sie, wie kann man sich das erklären? Ja, ich will Ihnen das gleich sagen. Es war ganz einfach. Nachdem ich so viel Erfolg hatte in dem Verkauf von diesen Leuchten, habe ich dann, und die inzwischen eine Leuchtenfirma gemacht hatten, also sie hatten durch den Zukauf dieser Berliner Firma, hatten sie ein eigenes Programm. Wenn es auch ein Vorkriegsprogramm war und nicht sehr gut war. Und dann habe ich gesagt, gut, ihr habt diese Leuchten. Ich möchte irgendwo in Deutschland für euch eine Ausstellung machen. Da habe ich immer noch gar nicht gewusst, dass ich eigentlich zum Lampenmachen prädestiniert war. Und da habe ich dann gesagt, also Düsseldorf ist die beste Stadt. Denn Düsseldorf war damals die innovativste Stadt, hatte die besten Architekten, hatte die ganzen Banken, die waren alle in Düsseldorf. Die waren und reich, weil und die Bergbau, Stahl. Jawohl, ja. Und die Großindustrie Düsseldorf. War in Düsseldorf. Und deshalb hatte ich mir Düsseldorf gewählt. Ich habe in Düsseldorf einen Baukostenzuschuss gegeben und habe in der Graf-Adolf-Straße auf der dritten Etage drei Räume ausgebaut. Und Staff hat mir die eingerichtet mit so Seide. Dahinter war die Installation. Und dann war dieser Lampenladen da. Aber kein Laden, wo man verkauft, eben auf der dritten Etage, weil ich gedacht habe, ich muss mit Architekten arbeiten. Da war der Lampenladen. Wie kommt es, dass Sie haben das ja nie gelernt. Nein. Sie haben weder Architektur gelernt, noch irgendwas mit Elektrizität oder Licht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Wie kommt das, dass Sie als, sage ich mal, ganz Normalmensch allmählich an der Stelle eine ganz außergewöhnliche Qualifikation entwickelt haben? Ihre eigene Fantasie, Ihr Mut, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe eigentlich sehr früh erkannt, was Licht bedeutet. Licht bedeutet eben, Licht und Schatten gehören zusammen. Und man kann einen Raum nicht gut ausleuchten, wenn ich ihn total ausleuchte und ganz hell mache. Der Raum braucht auch den Schatten. Und das Licht braucht man nur dort, wo man das nötig hat, wo man etwas sehen will. Und deshalb ist die Spannung immer zwischen Licht und Schatten ein ganz wichtiger Punkt. Das haben Sie sich selber zurechtgedacht. Das habe ich mir zurechtgedacht. Wann haben Sie denn angefangen, mal zu gucken, was machen die anderen? Sie haben also die eigentlichen Ideen haben Sie selber experimentell für sich im Kopf ausgedacht. Und dann irgendwann fängt man doch an, so stelle ich mir das vor, dass man mal guckt, was ist denn so Stand der Literatur, der Wissenschaft? Nee. Haben Sie das so gemacht? Ja, aber das hilft einem nur bedingt weiter. Ich meine, dass man dann die Ingenieure gelernt haben mit Lux und Lumen, das ist natürlich eine Geschichte, die man ein bisschen wissen muss. Aber da habe ich mich nicht so verleiten lassen, weil ich einfach gedacht habe, ich muss den Gedanken der Anwendung des Lichts Rechnung tragen, ja, und bin dann also rausgegangen, nachdem ich diesen Laden hatte, und die Architekten haben alle gesagt, ja Junge, diese Lampen, die sind von vorgestern, das hat keinen Zweck, du musst andere Lampen haben. Das hat mich auf die Idee gebracht, selber über Licht nachzudenken. Und ich habe angefangen, dann in Holland und in Dänemark und in Schweden und in Finnland Leuchten zu suchen. Bin bei Alvar Aalto gewesen und habe also die ganzen Leute, die eben sich vor allen Dingen bei Poul Henningsen, das war einer der wichtigsten Lichtleute in Dänemark, habe ich mit diesen Leuten gesprochen und habe dann viel über Licht erfahren. Viel mehr, als ich vorher überhaupt nur ahnen konnte. Und dann habe ich angefangen, selber Leuchten zu machen. Offenbar waren die Ihnen vorgeschwebt haben, gar nicht da. Also haben Sie angefangen, selber auszudenken, was Leuchten sein können. Es geht gar nicht so sehr um den Leuchtenkörper. Das ist eine andere Ebene. Das ist eine dekorative Geschichte. Es geht eigentlich richtig um Licht. Ja? Wie kann ich Licht anwenden? Und so habe ich also nachgedacht und siehe da, es ist mir gelungen, da auch große Projekte an Land zu ziehen. Beispielsweise bekam ich den Auftrag für die Planung des Lichts für die neue Messe in Düsseldorf. Das war Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre. Und da hatte ich aber schon eine ganze Menge gemacht damals, denn ich bekam schon in den 50er Jahren von der Stadt Düsseldorf Aufträge für die Orangerie vom Schloss Benrath, für das historische Rathaus am Jan-Wellem-Platz. Da will ich was nachfragen. Sie haben mir verraten, privat, die
die haben Ihnen einen Auftrag gegeben im Glauben, ja. Sie seien ein Experte für Licht, ja, das genau. waren Sie aber noch gar nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte nur einen Schimmer davon. Aber ich war natürlich auch besessen in gewisser Weise von dieser Lichtidee. Und da die Leute so viel Zutrauen zu mir hatten und vor allem Leute, die Architekten und gute Architekten, Professor Schwippert und Professor Köngeter von der Kunstakademie und so, das waren alles Leute, die auf mich die erkannt hatten, dass ich wohl etwas mit Licht machen könnte. Obwohl sie es nie gelernt haben, nie obwohl gelernt sie nicht hat. Ein Experte ja, sind, ja. keine Abschlüsse, ja, keine großen nichts. Zeugnisse überhaupt oder sowas. Ja, überhaupt ja. nichts. Ja. Spannend, weil das, glaube ich, ein bisschen ja. für Entrepreneurship erklärt, dass man ja. nicht nur der Studiengänge durchlaufen muss und dann irgendwas ist. Sagen Sie, so allmählich sind Sie da reingekommen und dann wurden Sie immer besser. Ja. Lag das daran, dass Sie angefangen haben, jetzt Architekturzeitschriften zu lesen, oder lag das daran, dass Ihre Besessenheit irgendwie sich auslebte? Es kam eines Tages ein Mädchen zu mir in die Firma. Ich machte diesen Laden ganz allein auf der dritten Etage und bin dann, wenn ich eben weggehen musste, musste ich den Laden zumachen. Da kamen auch keine Leute hin, die ahnten ja, ich konnte nur selber mir Leute suchen. Und da kam ein Mädchen an und kam von einem Professor und der machte ein Buch über Hochbau. Und sie arbeitete an diesem Buch, die war Architektin und sollte also etwas über Licht erfahren, hatte sie zu mir geschickt, ja, nichts ahnend, dass ich eine Niete war. Na gut, und auf jeden Fall habe ich dann durch dieses Gespräch mit diesem Mädchen eigentlich mich etwas vertieft und auch vertiefen müssen, das, was man in dem Buch schreiben konnte. Und zum Schluss ist es meine Frau geworden, ja. ja. Das ist rundum Entrepreneurship. ja, und so ging das eigentlich sehr gut. Aber ich muss Ihnen jetzt, wenn es darum geht, eben zu überlegen, wie kommt eine Idee zustande und wie geht das überhaupt? Beispielsweise hatte ich in Düsseldorf die Messe beleuchtet. Die Messe war ein sehr großer Auftrag damals und der Architekt Wilke, mit dem ich arbeitete, von Hannover, war ein Architekt, der sich ausgezeichnet hat, dass er einen Preis abgegeben hat, der stimmte und nie Nachforderungen, der war wirklich ganz stur drin, Nachforderungen gab es für ihn nicht und den Termin hielt er auf den Tag genau, das heißt, er war schon einen Monat vorher immer fertig mit seinen Projekten. Das war sein Stolz. Und der Wilke, der hatte mir den Auftrag für die Planung von dem Düsseldorf, von dem Messezentrum da gegeben, also von dieser Messe, die damals sehr groß war. Es war ein Auftrag über 440 Millionen und die Beleuchtung war 6,5 Millionen. Und er hat gesagt, du musst die Preise, die du abgibst, müssen stimmen, denn ich kann keine Nachforderungen machen, das geht nicht. Also die müssen plus minus 10% stimmen. Und es wurde also, die Preise wurden abgegeben und siehe da, der billigste Bieter, der da war, war 2,6 Millionen teurer, als ich veranschlagt hatte. Aber da ich in meinem Auftrag stehen hatte, wenn das teurer wird, muss ich in den Auftrag einsteigen, und muss das ausführen. Das war überhaupt meine Besonderheit. Ich habe die Dinge mal ausgeführt. Ich habe sie nicht nur geplant, sondern ich habe sie auch gemacht. Also hin und her. Ich habe gedacht, wir hätten uns verrechnet. Wir haben 4 Tage Zeit noch gehabt, das nachzurechnen. Und ich musste also diesen Auftrag übernehmen. Es war deshalb so schwierig, weil ich eine Ausfallbürgschaft von 640.000 Mark geben musste. Und ich war ein armer Hund und hatte gerade eine kleine Mühle mir gekauft, in der ich lebte und mit ein bisschen Grund und wusste gar nicht, wo ich das Geld hernehmen sollte. Aber auch die Bank hat an mich geglaubt, die Sparkasse und noch so ein paar Leute. Und so konnte ich also das Geld zusammenkratzen, diese 640.000 Mark als Sicherheit, als Ausfallbürgschaft. Und ich bekam den ganzen Auftrag. Jetzt muss ich Sie fragen, was macht man, damit die Menschen an einen glauben? Geld hatten sie keines, ja, Ausbildung hatten sie auch keine, aber die haben an ihre Lichtfähigkeiten geglaubt und auch, dass sie das Geld zurückzahlen. Was haben sie gemacht, damit die Menschen an sie glauben? Das kann man nicht, das kann man selber, weiß man das nicht. Das weiß man überhaupt nicht, man denkt eigentlich immer, man genügt nicht. Und wenn man keinen Beruf hat und das nicht gelernt hat, hat man immer das Gefühl, es reicht ja gar nicht aus, die anderen sind ja viel schlauer. Die können das, die haben das ja gelernt und die haben das studiert und die können das viel besser.
Das ist natürlich eine Geschichte, die hat mich, der Zeit hat mich gelehrt, dass das nicht so ganz stimmt. Denn es ist natürlich so, wenn Sie viel gelernt haben, legen Sie mit allem Lernen immer mehr Scheuklappen an. Sie werden immer, immer fokussierter. Es wird immer enger. Und ich hatte nichts gelernt und ich war völlig vogelfrei. Ich konnte alles denken. Und deshalb haben die Ingenieure mich wie die Pest gehasst. Denn ich konnte alles machen. Alles, was ich mir habe einfallen lassen, habe ich auch gemacht. Und ich habe Dinge gemacht, die Sie können sich gar nicht vorstellen. Ich habe beispielsweise die Commerzbank in Düsseldorf an der Breitestraße voll klimatisiert, nur mit der Wärmeenergie des Lichts, als Beispiel. Ja, und das war in den 60er Jahren, da hat noch kein Mensch gedacht, dass man die Wärme des Lichts, nämlich das Licht gab nur 5%, das andere benutzen konnte. Und ich habe von der Firma Carey in New York mir Maschinen geholt, Wärmetauscher, und habe diese ganze Kasthalle von 2000 Quadratmetern voll klimatisiert. Das war natürlich schon mehr als Licht. Oder als Beispiel, ich habe in Riad Lichtzelte gebaut, die gleichzeitig kühlen können. Und zwar, wenn das Zelt hochgezogen ist, hat es Kontakt mit Wasser, also es ist eine Mittelsäule da, in der Wasser hochgeführt ist, dann werden die Zeltbahnen, die aus Polyester und Baumwolle bestehen, saugen sich voll Wasser, haben Sensoren, damit das Wasser abgestellt wird, und durch die Verdunstung entsteht Kälte. Das war natürlich, ich meine, jeder Absorberkühlschrank ist das, aber es hat keiner gemacht. Verstehen Sie? Und das war faszinierend. Die Saudis wollten natürlich, da ich mit dem Baudezernenten, nicht Dezernenten, sondern mit dem Bauminister Dr. Al-Sheikh sehr gut befreundet war, wollten die, dass ich in Saudi-Arabien eine Fabrik aufmache für solche Zelte. Aber das war nicht meine Intention. Ich wollte nicht in Saudi-Arabien leben und wollte auch nicht in Saudi-Arabien was machen. Es kam mir vor, wie die Fahrt ins Fegefeuer dahin. Obwohl ich 3 Jahre mich verpflichtet hatte, jeden Monat wenigstens 10 Tage in Riad zu sein, weil ich das ganze Diplomatic Quarter in Riad beleuchtet habe. Und das war ein gigantisches Unternehmen, wo die besten Architekten der Welt dort gebaut haben. Und wo hat man schon eine Möglichkeit, mit Kenzo Dange zusammenzuarbeiten, mit solchen Größen, ja, das war also wirklich großartig. Und ich muss sagen, ich konnte es selber nicht begreifen. In diesen islamischen Ländern haben Sie öfter gearbeitet. Sagen Sie, gab es schon mal jemand, der eine Lichtkuppel gemacht hat, in der man laufen kann? Nein, das gab es noch nicht. Das gab es noch nicht. Die Pakistani hatten einen Wettbewerb, hatten ja diese Universität gebaut. Die hat ein türkischer Architekt gebaut, Vedat Dalokay, der war Oberbürgermeister von Ankara. Und der hatte eben diesen Wettbewerb, diesen weltoffenen Wettbewerb ausgeschrieben. Und es haben sich 34 Nationen beworben. Und ich hatte gar keine Aufforderung bekommen, sondern die Firma Philips in Eindhoven hat mir die Unterlagen geschickt und hat geschrieben, wir haben da solche eine Anfrage, wir sollen uns an einem Wettbewerb beteiligen, aber das ist kein Thema für uns. Wir stellen Glühbirnen her und Leuchtstoffröhren, aber das ist nichts für uns. Aber da sie mich schon sehr gut kannten, weil ich schon sehr viele Lighting Reviews, diese Zeitschrift, die sie damals herausgaben, habe ich sehr viele Beiträge geliefert mit außergewöhnlichen Projekten. Und so haben sie mir das eben geschickt. Und ich habe da teilgenommen, habe ein Modell gebaut davon und beleuchtet dieses Modell und habe dann eben den Wettbewerb gewonnen. So wie das geht. Die dümmsten Bauern, die dicksten Kartoffeln, nicht? Und weil es ihr Ding war, weil sie nicht irgendwas gelernt hatten, sondern ja, ist das nicht auch stolz, dass man so zeigt? Ja, völlig klar. Das ist, ich habe das, und zwar habe ich nicht nur an Licht gedacht, ich habe daran gedacht, die Pakistanis sind ein sehr armes Land. Alle Leute, die dort sich bewerben werden, die werden fantastische Leuchter und Lüster und sonst etwas vorschlagen. Und da habe ich gedacht, wenn die so große Lüster oder sowas machen dort, dann müssen sie immer Gerüste bauen, um das zu reinigen. Und ich habe gesagt, dass der Leuchter selber ist das Gerüst, in dem man laufen kann. Verstehen Sie? Der Reiniger irgendwie schon in der Lampe steht. Ich habe ihnen eine Leiter mitgeliefert, eine große Leiter, die man ausschieben konnte, mit großen Rädern, an denen man sich weiterfahren konnte. Und da konnten sie in das Gerüst einsteigen, also in die Kugel einsteigen. Und so haben wir die Montage gemacht. Und so haben wir auch dann die Kugel insgesamt installiert. Aber das ist ja nur am Rande, das war nur ein Nebenprodukt.
andere sagen, es gibt Lampen und es gibt Leitern und Gerüste. Ja, ja. Und Sie haben gesagt, machen wir doch zusammen. Ja, die Leuchte selber ist das Gerüst. Ja. Ja. Denn ein Gerüst zu bauen für solche Leuchten kostet ein Vermögen. Und die hätten das Geld nicht. Ja, und braucht man dann nur, um diese eine Lampe zu reinigen. Genau, und so können Sie das, sind Sie selber im Gerüst. Brauchen Sie es auch nicht, keinen Platz zum Aufbewahren, sondern es hängt gleichzeitig. Ja, und das ist aus Edelstahlrohren gemacht. Und diese Edelstahlrohre sind so im Abstand, dass man da gut drin laufen kann. Also das ist eine ganz schöne Geschichte. Na gut, das aber nur am Rande. Sie sind ja im Kopf 28, aber so, wenn man in den Pass guckt, sind Sie 82. Ja. Mit 65 wird man doch pensioniert. Naja, ich hab jetzt mir vorgenommen, ich werde mich mit 90 pensionieren lassen, ja. Denn irgendwann muss ich dann doch sehen, ich merke schon beim Rollerskate fahren, dass ich immer so Krämpfe bekomme. Ja. Ja, ich kann das nicht mehr so lang oder ich muss mehr üben. Sagen Sie, Pensionierung, also Sie planen ein Ostseeforum zu bauen. Ja, ich hab immer neben meiner Arbeit und ich weiß es selbst nicht, wie es gegangen ist, da ich immer sehr große Projekte hatte, wie den Flughafen in Moskau oder den Flughafen in Istanbul oder den Flughafen in Hannover. Und das waren alles, Hannover muss ich Ihnen erzählen, nachdem ich die Messe in Düsseldorf beleuchtet hatte, hat der Architekt Wilke mir gesagt, ich habe den Flughafen Hannover gebaut. Das hat mit dem Geld auch gestimmt, ne? Bitte? Das Geld, was Sie vor geplant hatten, das stimmte dann auch. Das Geld hat gestimmt, wir haben sogar Geld verdient. Es war gut, aber ich muss dazu sagen, der billigste Bieter war eine Arge aus Siemens AEG, Philips und BBC. Ja, das waren haben eine Arge gebildet, weil sie gesagt haben, es gibt niemanden in Deutschland, der in dieser kurzen Zeit, die gegeben war, dieses gigantische Projekt durchführen kann. Also jetzt die Geschichte Hannover. Jetzt musste ich nach Hannover. Hat gesagt, wir wollen dir auch den Auftrag vergeben. Die Firma AEG und Siemens haben den Wettbewerb quasi gewonnen. Zwischen diesen beiden muss jetzt entschieden werden. Und ich saß dann da, waren 100 Leute da von dieser Flughafengesellschaft, die also jetzt nun beratschlagen sollten, was nun war. Die haben ein perfektes eine Darstellung gemacht, sowohl Siemens wie AEG, mit Film und mit allem drum und dran, was man sich nur vorstellen kann. Es war großartig. Und dann kam, ich dachte, es geht jetzt alles an mir vorüber und ich werde auch heil davon herauskommen. Aber der Wilke sagt, nein, jetzt habe ich ja noch einen Experten mitgebracht, hat er gesagt. Und mir fiel das Herz in die Hose, denn ich sollte nun dieses Projekt kannte ich vorher noch gar nicht. Ich habe nur da gesessen und habe überlegt, was würde ich denn tun, wenn ich den Auftrag bekäme, für den Flughafen Hannover den zu beleuchten. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, das, was ich hier geboten bekommen habe von Siemens und der AEG, finde ich großartig. Es ist wunderbar. Aber ich frage mich, ob es nur fromme Leute gibt in Hannover, die zur Messe kommen, die ein Gebetbuch mitbringen, mit kleinster Schrift. Denn die haben an jedem Punkt 2000 Lux. Das war der Tenor dieses Vortrags von Philips und von AEG. Viel Licht Siemens, bringt auch was. Siemens und AEG. Überall 2000 Lux. Ich habe gesagt, in jedem Winkel 2000 Lux. Das kann doch nur so sein, dass sie da Gebetbücher lesen wollen an jedem Punkt. Das kann doch die. Es ging ein Raunen durch die Menge. Und ich habe gesagt, wissen Sie, Licht braucht auch Schatten. Und wenn Sie keinen Schatten machen, es ist unerträglich, in diesen Räumen zu sein mit 2000 Lux, unentwegt. Und Sie sehnen sich irgendwo mal einen Punkt, wo mal kein Licht ist. Aber dann habe ich gesagt, wissen Sie, wenn ich jetzt so nachdenke, und es ist wirklich neu für mich, dann muss ich sagen, Hannover ist die bedeutendste Messestadt, die es in der Welt gibt. Und da muss es doch ein Kinderspiel sein, den Flughafen nur mit der Reklame zu beleuchten. Ein Raunen durch die Menge und ich sage, wieder so ein Guru, der irgend uns davon abhalten will, den Auftrag zu vergeben. Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich bin der Meinung, dass Sie die 2,5 Millionen, die Sie ausgeben wollen für die Beleuchtung, nicht ausgeben brauchen. Denn wenn Sie das nur mit der Reklame beleuchten können, und ich bin sicher, dass das geht, ja, dann können Sie das ganze Geld behalten, das wird nur die Reklamefirma bezahlen. Die Reklamefirma wird sowohl die Anschaffung bezahlen, wie die Unterhaltung über viele Jahre hindurch. Die werden das bezahlen. Und dann hat der Architekt gesagt, der Wilke,
Wissen Sie, jetzt haben Sie uns in eine Zwangssituation gebracht. Das glaube ich. Jetzt können wir gar nicht mehr. Wir müssen Sie fragen, wie wollen Sie das machen? Und dann habe ich gesagt, ich bin natürlich jetzt überfragt, das ist sehr schnell, aber ich bin der Meinung, Sie würden mir eine leere Luftfahrschauhalle in Hannover zur Verfügung stellen, die sowieso nur einmal im Jahr gebraucht wird. Und ich werde Ihnen ein Stück Flughafen 1:1 simulieren in solch einer Halle, ein Stück Flughafen. Und dann haben sie gesagt, ja, und was kostet das? Ich habe gesagt, es ist einfach, ich bin völlig überfragt, denn das ist die erste fixe Idee, die ich habe. Aber ich würde mal sagen, 60.000 Mark. Dann musste ich den Saal verlassen und dann wurde ich nach einer Weile wieder hereingerufen. Und dann haben sie gesagt, also gut, die Projekt ist so groß, die 60.000 Mark können wir auch noch ausgeben. Also ich bekam den Auftrag, bin damit natürlich auch mit schwerem Herzen nach Hause gefahren, ob ich da nicht hochgestapelt hätte und etwas gemacht hätte, was überhaupt nicht geht. Ja, und so hatte ich dann das eben am Halse und wir haben dann fieberhaft gearbeitet mit meinen Leuten und ich hatte gar keine große Firma. Ich hatte vielleicht, was weiß ich, 20, 25 Leute, planende Leute. Und siehe da, wir haben also diese Simulation gemacht, haben dann von großen Firmen uns diese Reklamegeschichten, wie ich sie machen wollte, kommen lassen von BBC und von Philips und mussten von all die bezahlen, ne? Die mussten die bezahlen. Ja, ja, und die waren auch froh. Und dann haben wir eine Broschüre erstellt und haben die Broschüre an die messeteilnehmenden Firmen geschickt und gefragt, ob sie überhaupt Reklame machen wollen. Und nach 14 Tagen kam der Notruf, wir müssen viel mehr Fläche haben. Wir wollen viel, die Leute wollen alle hier Reklame machen. Dann hat aber die Landesregierung von Niedersachsen gesagt, wir wollen nur so viel Reklame machen, wie für das Licht nötig ist, damit die Leute nicht Spießruten laufen müssen. Und wir haben also dann, ich hatte natürlich dazwischendurch mit dem Architekten einen gewissen Diskurs, denn er wollte natürlich nur gewisse Geschichten freigeben für die Reklame. Er wollte nicht solch eine zerfletterte Sache haben, das war ein bisschen schwierig, aber dann ging es doch sehr gut und wir haben letztlich den ganzen Flughafen nur mit der Reklame beleuchtet. Aber es ist natürlich auch jedes Schild diente dazu, jedes Toilettenschild und so etwas war ein beleuchtetes Schild, was natürlich die Reklamefirma mit bezahlen musste, ist ja ganz klar. Das ist das Prinzip von Tom Sawyer, dass die anderen arbeiten, alles bezahlen und sie dafür kassieren. Ist genial. Es ist ein wunderschönes Beispiel. Ja, aber es war für mich natürlich nicht sehr gut, denn ich bin kein Reklamemacher. Da mussten Firmen eingesetzt werden und ich hätte nichts davon gehabt. Und mich wollten sie nicht als Teilhaber in dieser Reklamefirma mit aufnehmen. Ja, das wollten sie nicht. Obwohl ich die Idee hatte und das blieb mir keine andere Wahl. Dann haben sie mir in freier Vergabe dann die Decken gegeben. Die Decken, Hannover hat solche Dreiecksgeschichten immer von 8000 Quadratmetern. Und dann habe ich die Decken also gemacht, und zwar aus Zylindern, aus Metall, aus dünnem 0,20er Blech aneinandergefügt und habe dann wieder eine Luftfahrschauhalle gemietet und habe einer italienischen Familie einen Wohnwagen gekauft, Vater, Mutter und drei Söhne. Und die haben über 2 Millionen solche Metallringe produziert. Und ich habe von dem Produktionsplatz bis auf das Gerüst eine Seilbahn gemacht. Und die fertigen Elemente immer von 1 Quadratmeter wurden in den Haken gehängt und fuhren durch die Luft bis aufs Gerüst. Und dann wurde das hinten nur verstellt, dass die Bauarbeiter das so abnehmen konnten. Das war natürlich eine logistische und interessante Art und Weise. Ich habe nie wieder gehört, dass jemand das je gemacht hat. Ja? Aber das ist halt so, dass man das eben anders lösen kann, als es normal ist. Die hatten die Konkurrenten, damit sie gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt Freiheit hatten, oder mussten ja auch Gegenangebote eingeholt werden. Aber die haben natürlich alle irgendwo in einer Konservenfabrik, sollten die produziert werden. Das wären 176 große Möbelwagen mit Anhänger gewesen. Also ein ganzer Güterzug wäre das gewesen, Luft, diese Zylinder. Und die haben wir dort an Ort und Stelle gemacht, verstehen Sie? Und das Maschinchen haben wir auch selber gebaut, ein Drei-Walzen-Maschinchen, was in diesen so Sicken eingedrückt hat in das Ganze. Und das haben wir nur mit solchen Klammern, Edelstahlklammern, wo man diese, was sie zu Hause haben, in Papier zusammenzumachen, ja, haben wir das zusammen gemacht. Und haben natürlich eine Vorrichtung gebaut, wo gleich mehrere
Vorgänge in einem Mal gemacht worden. Na gut, aber das ist nur am Rande. Aber so, das besteht nicht nur immer aus Licht, sondern es besteht eigentlich aus dem ganzen Vorgang. Sagen Sie, wenn man weiß, dass Sie sich an dem Wettbewerb beteiligen, das treten doch die anderen gar nicht erst an. Nein, nein, die wussten nicht, dass ich mit. Die wollten nur zur Vorsicht, mussten die denn, und die waren so teuer, die waren über 1 Million teurer, verstehen Sie, das war überhaupt nicht machbar. Die konnten den Auftrag gar nicht, mussten mir den geben, es war gar nicht anders machbar. Weil jetzt hat hier keiner so gedacht, wie ich gedacht habe. Auch kleine, auch blinde Hühner finden mal ein Korn, verstehen Sie? Na, Sie sind kein blindes Huhn, schon weil Sie mit Licht arbeiten. Sagen Sie, was, wenn Sie so zurückblicken, was war Ihr Schönstes, wo hat es am meisten Spaß gemacht? Man hatte den Eindruck, es macht Ihnen auch Spaß, sich so ganz andere Sachen auszudenken und diese Experten so aus dem Weg zu räumen. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt kein so spezielles Projekt, wo ich denken würde, das wäre nun das ganz Besondere gewesen. Ob das nun in New York im Science Center war oder irgendwo in Auckland, wo ich ein Schauspielhaus beleuchtet habe und so, das war es nicht. Oder jetzt der Flughafen in Düsseldorf, den ich schon 3-mal beleuchtet habe, ja, im Laufe der Zeit, das war es alles nicht. Denn ich muss Ihnen ehrlich sagen, man hat mir irgendwann den Kulturpreis verliehen und dann habe ich nach der Laudatio gesagt, wissen Sie, ich verstehe eigentlich nicht, dass ich diesen Preis bekomme. Ich habe mein ganzes Leben nur gespielt. Ich habe nur gespielt. Ich habe ja gar nicht ernsthaft gearbeitet. Sie haben gesagt, ein bisschen haben Sie sich auch mal als Hochstapler gefühlt. Ja, das habe ich natürlich, weil diese Projekte so groß waren, dass ich einfach gedacht habe, das kannst du doch überhaupt nicht machen, das geht doch überhaupt nicht. Aber beispielsweise bei dieser Geschichte auf der Messe in Düsseldorf waren nachher Siemens, AEG und die waren alle meine Subunternehmer. Die waren meine Subunternehmer. Das war natürlich habe ich von Siemens und von all den Leuten auch gekauft, die Produkte genommen, denn ich habe ja nicht alles selber gemacht. Ja. Da ist es bei so einer Messe, gibt es ja viele Dinge, die sich einfach wiederholen, diese Hallenbeleuchtungen und so. Und beispielsweise habe ich die ganzen Außenleuchten, die haben wir allerdings selber gebaut, und da habe ich die Füße von den Außenleuchten aus Schleifsteinen gemacht, Schleifsteine von Solingen, die habe ich gesammelt und ich hatte 547 Schleifsteine, wobei der größte 3,26 Meter war, wo Stahl geschliffen wurde. Ja. Und jetzt, nachdem ich einen Prozess geführt habe gegen die Messe Düsseldorf, ich hatte nämlich für Montreal, für die Weltausstellung, eine Lichtsäule gemacht von 24 Meter Höhe aus Edelstahl, 8 Tonnen V4A Edelstahl. Da hatten Sie die Gesamtleitung für den deutschen Pavillon. Da habe ich die Gesamtbeleuchtung gemacht und habe gedacht, irgendwo fehlt dieser Messe ein Highlight außen. Und da habe ich eben diese Säule gemacht, die hat nur 28 cm Durchmesser, ist 24 Meter hoch und hat eine Wandstärke unten von 5,6 cm. Und diese Wandstärke ist innen, die ist außen konisch, außen zylindrisch und ist innen konisch und hat oben nur noch 4 mm. Das ist ein Schleudergussrohr, was natürlich aus lauter Stücken bestand, was die zusammengeschweißt wurden und dann aus zwei Teilen von je 12 Meter wurde es transportiert. Und dieses habe ich der Messe Düsseldorf zur Verfügung gestellt als Leihgabe. Und nach 10 Jahren habe ich dann gesagt, ich hätte ganz gern mal gewusst, was wir nun mit dieser Leihgabe machen. Wollen Sie sie kaufen oder wie ist das? Und dann haben sie gesagt, Herr Dinnebier, Sie täuschen sich, das ist nicht Ihre Säule. Die Säule gehört uns. Denn in dem Moment, wo es mit dem Boden fest verbunden wird, wird es unser Eigentum. Das war eine hinterfotzige Geschichte, war doch eine Gemeinheit. Ja? Und ich habe einen Prozess geführt und habe den Prozess verloren, weil das wirklich so ist. Und dann haben sie also vor 3 Jahren, wahnsinnig leid, nachdem sie die Säule 40 Jahre lang hatten, haben sie die Säule einfach genommen, haben die ganzen Glaskugeln, 1000 Glaskugeln waren da dran. Und ich habe in der Säule außer dem Wasser hochgepumpt und das Wasser lief zersprühend über die Kugeln nach unten. Und wenn die Sonne schien, gab es die herrlichsten Regenbögen. Ja, und es war auch bei der Weltausstellung in diesen vielen Wassertropfen, spiegelte sich die ganze Weltausstellung wieder. Es war zauberhaft. Dazu gab es eine kleine Säule, wo die Leute selber das vorgegebene Programm schalten konnten. Und diese Säule haben sie zerstört, das heißt, sie haben die Säule, konnten sie nichts machen an dem Edelstahlrohr,
Und, aber sie, das Edelstahl können wir ihnen auch nicht zurückgeben, denn das ist der Wert eines Mittelklassewagens, haben sie gesagt. Also sie wollten ja nicht einmal die Säule zurückgeben. Und dann bin ich aber zum Oberbürgermeister gegangen, habe gesagt, das ist Vandalismus. Vandalismus, diese Säule zu zerstören, alles in den Müll zu schmeißen, von der Säule nur das Rohr zu lassen und das mir das noch nicht mal zurückzugeben. Und der Oberbürgermeister hat begriffen, dass wenn ich in die Presse gehe und die Kunststadt Düsseldorf als Vandalen hinstelle, dass sie damit ihr Gesicht verlieren. Und innerhalb einer Woche hat er gesagt, wir lösen uns, wir bezahlen die Säule und sie kriegen sie zurück. Jetzt steht der Stumpf zwar noch, er steht noch, aber ich bekomme es zurück. Gott sei Dank. Und da haben sie mir gleichzeitig von meinen Schleifsteinen, die als Rammschutz für die Außenstandlampen waren, habe ich jetzt also 130 Steine zurückbekommen. Und ich bin ein steinreicher Mensch. Ja, die stehen jetzt an meinem Lichtturm in Solingen. Das Taxi wartet draußen schon. Ja. Eines müssen Sie uns noch sagen, bevor Sie verschwinden. Ja. Wir sind ja alle Laien. Was sind die Prinzipien einer guten Beleuchtung? Was würden Sie uns mitgeben? Das habe ich Ihnen schon zu Beginn gesagt, dass man dort gut beleuchten muss, wo man Licht braucht. Und wo man keines braucht, sollte man das unterlassen, es stark zu beleuchten, sollte man Schatten lassen. Dann haben Sie, wenn Sie in Ihrem Wohnraum sind, wenn Sie dort, wo Sie lesen und wo Sie sitzen, dort sollten Sie gutes Licht haben, wo Sie mit Ihren Freunden sitzen. Und sollte das Licht vielleicht auf Ihren Esstisch fallen und zurückstrahlen, damit die von unten angestrahlt würden. Aber der Raum dahinter sollte kein Licht haben. Und das ist schon alles? Nur Licht und Schatten? Das ist das Wesentliche. Dann natürlich sollten Sie nicht mit Energiesparlampen Ihr Essen beleuchten. Das ist sträflich, denn die Energiesparlampen müssen noch erst werden. Die haben ein ganz mieses und schlechtes Licht. Das muss ich wirklich deutlich sagen. Und wenn es Ihnen um Qualität geht und wenn wir wirklich, das ist so, als wenn Sie eine mistige Musik anhören und Sie hören eine klassische, gut gespielte, Sie hören Händel, Sie hören, was weiß ich, Bach. Verstehen Sie, sind der Unterschied. Das ist, Licht ist ein Qualitätsfaktor. Und wenn Sie anstrahlen würden, jetzt mit Leuchtstofflicht hier versuchen würden anzustrahlen, würden wir alle fad und langweilig und schon halbtot sein. Das habe ich verstanden, dass man zum Beleuchten, zum Anstrahlen anderes Licht braucht. Aber für die normalen, Für den Keller Gebrauch. Und für die Gänge und so weiter, da kann man solches Licht benutzen. Ja, aber nicht für dort, nicht vor dort, ja, spart Energie, aber dort, wo Ihre Frau gut aussehen soll, dort müssen Sie ein anderes Licht haben. Sie können doch nicht so eine halbtote Frau da sitzen haben, das geht doch nicht. Wenn man keine Frau hat, was mache ich dann mit Licht? Dann tut Ihre Freunde, es tut mir dann leid, die Sie ins halbtote Licht setzen. Ich werde darüber nachdenken. Ja gut, entschuldigen Sie, wenn ich so viel geredet habe, aber das ist einfach so. Wenn ich über Licht rede, dann werde ich immer ganz fasziniert. Ich habe Ihnen ja nur Bruchteile aus meiner Tätigkeit sagen können. Ich habe über 1500 Kirchen beleuchtet, ja. Und viele Geschichten in der ganzen Welt, überall habe ich Dinge gemacht, die auch manchmal gut gelungen sind sogar. Sogar das ist vorgekommen. Herr Dinneberg, ganz herzlichen Dank. Wir werden das lange in Erinnerung haben. Wir stellen es bei uns auf die Website. Das Taxi lassen wir nicht länger warten, aber ganz herzlichen Dank für Sie. Das ist eindrucksvoll und für mich bleibt, es ist nicht Ausbildung und immer die Experten, sondern es ist irgendwie der Mut und ein Stück weit Beharrlichkeit und zu sagen, warum soll ich das nicht auch können? Die Experten sind oft schlechter als man selber. Denn oft ist die Angst das größte Problem, dass man etwas nicht anpackt, was man anpacken müsste, ja. Und ich habe Ihnen ja nur einen Bruchteil von meinen Tätigkeiten erzählt und es ist wirklich so, wenn man den Mut hat, etwas zu tun und nicht die sagen, aber, ja, aber, dieses ja, aber ist ja das Allerschlimmste. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank.